Einen sehr hohen, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, sie stürzen im Alter relativ oft, häufiger als Junge. Sie haben häufig schwerere Folgen davon, weil die Reaktionen auf Stürze nicht so sind wie in jungen Jahren. Man stürzt sich nicht ab, man fällt nicht so elegant, man bricht sich häufiger was. Und das endet dann häufig eben mit Krankenhausaufenthalt, mit Schmerz, mit Stress, mit Operationen. Es dauert einfach länger. Und wenn Sie die Mobilität, die Sie dabei verloren haben, nicht wiedergewinnen, ändert sich das gesamte Leben. Das Wichtigste ist eigentlich immer, mit dem Patienten zu sprechen. Das heißt also, wir sagen mal, die halbe Miete ist die Anamnese. Man fragt die Patienten aus, was für eine Art von Schwindel haben sie. Dreht sich, schwankt, das wird ihnen schwarz vor Augen, was auch immer. Der nächste Punkt ist natürlich, dass man sich anschaut, was hat der Patient für Grunderkrankungen, was nimmt er an Medikamenten, was ist schon passiert im Leben, hat er irgendwelche Handicaps nach einem Schlaganfall oder nach einer früheren Geschichte, die im Krankenhaus war oder so. Das alles schaut man sich an und dann wird halt eine entsprechende Diagnostik eingeleitet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man eine behandelbare Schwindelursache hat, versucht man natürlich die zu beseitigen oder zumindest zu mildern, zum Beispiel Blutdruck besser einstellen, Rhythmusstörungen beseitigen, Medikamente anpassen. Wenn man nichts derartiges hat, wird es ein bisschen schwieriger. Da muss man einfach schauen, dass man dem Patienten da weiterhilft, wo man merkt, er läuft nicht stabil, dass man Gangschulung betreibt, Muskelkräftigung, ähnliche Dinge. Und was natürlich jetzt weniger in Richtung Schwindel, sondern mehr in Richtung Sturzursachen geht, ist einfach die Frage, gibt es Stolperfallen? Kann man im Wohnumfeld was verbessern? Kann man auch einfach Stolperfallen beseitigen? Da muss man einfach ein bisschen beratend tätig werden, weil wir ja die Patienten nicht zu Hause besuchen.